Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine lieben KollegInnen, mit dem Hessischen Versammlungsfreiheitsgesetz stärken wir die Freiheit. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wir stärken die Freiheit, auf die Straße zu gehen, auf ein Problem aufmerksam zu machen, die Regierung zum Handeln aufzurufen oder ihr einfach mal die Meinung zu geigen. Diese Freiheit ist ein ganz wichtiger Bestandteil einer lebendigen Demokratie. Auch ich selbst habe durch die Freiheit zu demonstrieren die Demokratie und die Politik sozusagen kennengelernt. Als ich 14 Jahre alt war, habe ich mich nach der furchtbaren Reaktorkatastrophe von Fukushima 2011 der Anti-Atomkraft-Bewegung angeschlossen, bin gemeinsam mit unzähligen Menschen auf die Straße gegangen, habe eine klare Forderung formuliert und das Ergebnis ist bekannt. Gemeinsam haben wir erreicht, der Ausstieg ist beschlossene Sache. Und ich glaube, nicht alle werden sich über diese Ergebnisse sehr freuen wie ich, aber sie alle werden auch eine solche Geschichte erzählen können, wie sie Demos geprägt haben. Vielleicht von einer Demo bei Ihnen vor Ort zu einer kommunalen Angelegenheit oder eine Anekdote zu einer der ganz großen sozialen Bewegungen. Die meisten von Ihnen können sich genau an die Montagsdemos in der DDR erinnern oder waren vielleicht sogar selbst dabei, als friedliche Bürgerinnen und Bürger mit ihrem Protest einen ganz wesentlichen Beitrag dazu geleistet haben, das Unrechtsregime zu stürzen. Heute, liebe Kolleginnen und Kollegen, drücken wir den mutigen Frauen im Iran die Daumen, dass auch Ihnen das durch mutige Demonstrationen gelingen wird. Damit will ich sagen, Demonstrationen politisieren Menschen. Und dort, wo sich politische Menschen zu einer Bewegung zusammenfinden, haben sie die Chance, die Welt zu verändern. Und genau mit diesem Wissen haben auch die Mütter und Väter unseres Grundgesetzes den Artikel 8 formuliert. Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Und vor diesem Hintergrund ist es auch unser Ziel, mit dem Versammlungsfreiheitsgesetz dem Versammlungsrecht zur größtmöglichen Entfaltung zu verhelfen. Wir haben uns dabei Schleswig-Holstein als Vorlage genommen. Wir haben uns natürlich auch bei den anderen Ländern inspiriert, geschaut, was sie dort machen, Praxiserfahrung mit einbezogen, selbstverständlich auch die Rechtsprechung. Herausgekommen ist ein Versammlungsfreiheitsgesetz, liebe Kolleginnen und Kollegen, das sich sehen lassen kann. Mit dem Begründungsteil hat das Gesamtwerk gut 70 Seiten. Auf die vielen großen und kleinen Verbesserungen, auf die einzelnen Paragraphen werden wir sicher im Rahmen einer ausführlichen Anhörung eingehen können, Frau Hofmann. Und ich denke aber, wir können uns trotzdem Zeit nehmen, ein paar Paragraphen vorwegzunehmen, ein paar schöne Sachen. Das Versammlungsfreiheitsgesetz versteht Versammlungen als Freiheitsausübung bürgerschaftlicher Selbstbestimmung. Das durchzieht als roten Faden das gesamte Versammlungsfreiheitsgesetz, liebe Kolleginnen und Kollegen. In der Folge ist geregelt eine klare Regelung des Kooperations- und Schutzgebotes durch die Behörden. Es ist Aufgabe der Behörden, Versammlungen zu unterstützen und vor Störungen zu schützen. Es ist Aufgabe der Behörden, dabei gemeinsam im Gespräch mit den Anmelderinnen und Anmeldern den besten Weg für eine gelungene Versammlung zu finden. Wir haben, und das wurde eben falsch genannt, wir haben gerade mit dem Versammlungsfreiheitsgesetz es jetzt geschafft, unbestimmte Rechtsbegriffe auch einfach gesetzlich zu definieren. Was in anderen Ländern bislang nicht der Fall war, steht jetzt im Versammlungsfreiheitsgesetz drin. Und ich will auch sagen, wir haben es geschafft, eine klare Trennung von Polizei und Versammlungsgericht im Versammlungsfreiheitsgesetz unterzubringen. Auch natürlich, selbstverständlich, ist schon der Weg zur Versammlung vom Versammlungsfreiheitsgesetz geschützt. Ich will aber auch sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir lassen uns von Verfassungsfeinden nicht auf der Nase herumtanzen. Das ist auch ein wichtiges rechtsstaatliches Gebot. Wir tolerieren keine Nazis, die mit Uniform oder mit Fackeln auf die Straße gehen. Deswegen gibt es ein Uniform- und Militanzverbot. Wir tolerieren auch nicht, wenn wer auch immer meint, mit Gewalt seine Meinung durchsetzen zu müssen. Deswegen gibt es ein klar formuliertes Waffenverbot. Und bevor jetzt Sorgen aufkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir stellen dabei sicher, dass friedliche Bürgerinnen und Bürger nicht in das Visier dieser Regelung geraten können. Wir haben bei den Verboten, beim Waffenverbot, beim Schutzwaffenverbot, beim Militanzverbot, haben wir das Anordnungsgebot geregelt. Die Versammlungsbehörde muss klar definieren, welche Verhaltensweisen, welche Gegenstände verboten sind. Das bedeutet zum Beispiel, verbotene gefährliche Gegenstände bleiben nicht ein unbestimmter
Rechtsbegriff, sondern die Behörde muss klar sagen, welcher Gegenstand ist bei welcher Demo verboten. Warum ist beispielsweise im konkreten Einzelfall dann ein Regenschirm eventuell verboten? Und Bürgerinnen und Bürger können diese Anordnungen im Vorfeld auch rechtsstaatlich überprüfen. Das ist ein Novum, liebe Kolleginnen und Kollegen. Damit ist klar, was erlaubt ist und was nicht. Und jeder hat das Recht, diese Anordnung auch zu überprüfen. Auch das ist eine Stärkung der Freiheitsrechte. Herr Abgeordneter Schauder, Sie müssten zum Schluss kommen. Dann, es gibt noch viele Sachen, die ich gerne aufgeführt hätte. Dafür haben wir noch eine zweite Lesung. Zusammenfassend will ich sagen, das Hessische Versammlungsfreiheitsgesetz ist ein Gesetz zur Stärkung des demokratischen Meinungsstreites. Es ist ein Gesetz zur Stärkung der Bürgerrechte. Und deswegen freue ich mich, dass es kommt.